Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Majo vs. Jasko Box von Majo und Jasko. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Majo vs. Jasko von Majo und Jasko, das Ganze aus dem Jahr 2013. Wir haben hier, wie damals üblich, eine recht schlichte Kartonbox, also rundum in diesem klassischen Braun gehalten. Und auf der Oberseite haben wir dann einen Sticker. Hier lesen wir, Banger Musik präsentiert Amazon Brate Edition. Und dann haben wir hier links Majo abgebildet und rechts Jasko. Und darunter lesen wir dann Majo vs. Jasko. Dahinter sehen wir so Häuser, Dächer, sieht so ein bisschen nach Favela oder irgendwie Armenviertel aus. Also auf jeden Fall hier dicht an dicht irgendwelche kleinen Häuschen gedrängt. Und hier lesen wir dann 2 CD, T-Shirt, Größe L plus handsigniertes Poster. Dann haben wir noch die Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Shirt. Dann haben wir einen Sticker, einmal das Album und das Poster, von ihnen auch hier glattbraun. Der Sticker war spannenderweise, wenn wir uns das mal kurz ansehen, hier gar nicht angeführt. Aber ja, das hat man ja öfter, dass bei den Boxinhalten, die irgendwie auf der Box vermerkt sind, da nicht alles draufsteht, zum Beispiel Autogrammkarte oder Sticker, sind dann oftmals zusätzlich noch dabei. Okay. Also, wir haben hier lediglich das Shirt noch in Folie. Dann werden wir dieses Mal rausholen. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Also vom Cover her ident, wie auch schon von der Box. Wir kennen das. Oben lesen wir auch wieder Banger Musik und Amazon Brate Edition. Das Ganze kommt in einem regulären Jewel Case, hier auf der Seite in schwarz und rot gehalten. Auf der Seite lesen wir auch wieder den Albumtitel Majo vs. Jasko. Und auf der Rückseite haben wir dann das obere, das sieht aus wie ein, ja, was könnte das sein? Also ein Dach eines Tempels oder eines asiatischen Gebäudes. Sieht so ein bisschen nach asiatischem Tempel aus hier, diese Dachstruktur. Darunter dann wieder diese dicht gedrängten Gebäude und in der Mitte haben wir dann natürlich die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 19 Tracks an der Zahl. Das ist echt eine Menge. Und wir haben Features von Summer Jam K1, der damals ja noch Prince K1 geheißen hat. Spannend. Farid Bang und Casey Rebel und Ramzi Aliani. Also 5 Features hier auf diese 19 Tracks verteilt. Und dann haben wir noch eine zweite CD und diese beinhaltet dann alle Instrumentals. Credits und Barcode darunter. Dann schauen wir mal hinein. So, als erstes Einblick ins Booklet. Jawohl, also der Albumtitel Majo vs. Jasko ist Programm und wird hier vom Artwork wirklich durchgezogen. Wir haben hier in bester Tekken- oder Street Fighter-Manier hier die ganzen Anzeigen, bedeutet hier Jasko schon mit stark reduzierter Anzeige, hier nur noch mit 23 Punkten. Majo hier mit 84, der dürfte hier gerade Jasko verletzen oder verletzt haben. So, was kommt hier? Okay, also hier kommen dann die Tracks einzeln aufgelistet mit der Info, wer war dabei, wer hat produziert, wer wurde gefeatured etc. Dann hier das Ganze im Wasserstil. Auf der ersten Seite hatten wir noch mehr oder weniger Feuer. Hier dann Wasser, also hier ist dann wohl Majo, der etwas schwächere hier mit 47 zu 92. Die weiteren Tracks, einmal hier die beiden Jungs. Oh, das sieht dann mehr so nach Pflanze aus, beziehungsweise hier dann Blitz. Da werden auf jeden Fall Erinnerungen wach an die gute alte Zeit mit Pokémon. Und zum Abschluss haben wir noch hier Banger Musik mit allen Social Media Adressen und Internetauftritten. Jawohl. So, das Booklet packen wir mal wieder rein.
Und dann kommen wir zu CD Nummer 1, also die Album-CD, in schwarz-rot gehalten. So sieht das aus. Und auf der Rückseite, das wünsche ich mir öfter, warum das nicht durchgezogen wird, die CD2 mit den Instrumentals. Also hier hat man auf eine Papphülle verzichtet, hat die hier hinten dran gepackt. Finde ich super gelöst. Das sollten sich andere mal genauso überlegen. Kann ja nicht so schwer sein, bei einem Super Tool Case oder beim regulären Tool Case die Instrumental-CD da hinten reinpacken. Dann spart man sich diese Papphüllen. Gut, dann haben wir einen Sticker mit dabei. Dieser ist quadratisch in schwarz gehalten. Und dann lesen wir hier in rot und gelb Bratte mit 3E und 3 Rufzeichen. Es ist der einzige Sticker, der hier mit beigelegt ist. Dann haben wir noch ein Shirt. Und dieses ist auch wieder in schwarz. Jawohl, weil wir vorhin bei Street Fighter oder Tekken waren, genauso sieht das dann aus. Wir haben hier orange-gelben Hintergrund und genau hier dann Major und Yasuko, die hier gegeneinander kämpfen. Bei Majo sind die Proportionen oder ich sag mal die Muskeln gar nicht mal so weit hergeholt. Allerdings bei Yasuko wirkt das Ganze dann doch etwas, ja, etwas unrealistischer, sagen wir es mal so. Darunter lesen wir dann wieder den Schriftzug Majo vs. Yasuko. Auf der Rückseite ist alles blank in schwarz gehalten. Hier gibt es keinen Neckprint. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton in der Größe L. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Haiti. Grüße gehen raus. Wir werden das Shirt mal wieder zusammenlegen. Wenn es uns gelingt. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Boxinhalt. Und das ist ein Poster. Und zwar nicht ein gewöhnliches Poster, sondern ein Poster mit Unterschriften, mit Autogrammen. Wir haben hier im Hochformat das Banger Musik Logo, das Label mit dem Boxhandschuh. Die Boxhandschuhe in diesem Fall hier in Flammen. Und dann haben wir hier diverse Unterschriften. Und zwar nicht nur die der beiden Interpreten, sondern wirklich vom gesamten Camp von Banger Musik. Also wir haben hier oben einmal die Unterschrift von Farid Bang, links oben. Dann rechts oben haben wir DJ Arrow. Hier lesen wir dann Casey Rebels Unterschrift. Und hier haben wir dann noch Majo und Yasuko. Also 5 Unterschriften auf einem Poster, das ist für mich auch eine Premiere. Habe ich zuvor, glaube ich, noch nie gesehen. Die Faltlinien, ja, die sind hier etwas stärker ausgeprägt, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ansonsten echt ein schönes Poster mit 5 Unterschriften. Ja, und das Ganze ist eben im einseitigen, also einseitig bedruckt und im Hochformat gestaltet. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster mit den 5 Unterschriften, einseitig bedruckt im Hochformat. Dann dieses Shirt in der Größe L. Der Sticker im quadratischen Format. Sowie natürlich das Album mit 19 Tracks und insgesamt 5 Features im regulären Toolcase plus Instrumentals. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Majo vs. Yasuko von Majo und Yasuko. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Majo und Yasuko unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.